Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni no Kuni. Das Kapitel heißt in herzvoller Zurückhaltung. Habe ich den so gerade beim Laden mal gesehen. Ganz faszinierend, wie die ganzen Kapitel heißen. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne die ganze Milch kaufen. Hauptmann, sie Milch kaufen. Warte mal, warum muss ich zu dir? Du hast Zurückhaltung? Oder muss ich einfach nur mit dir, muss ich die einfach nur fragen? Nichts zu klauen. Ah, ihr seht besorgt aus. Nur wenn ihr nach Ausrüstung sucht, die robust genug ist, um das raue Wüstenklima zu bestehen, dann seid ihr hier richtig. Eigentlich wollten wir sie um etwas fragen. Wir brauchen jemanden mit viel Zurückhaltung. Aber niemand scheint so jemanden zu kennen. Du bist der Erste, den wir fragen. Ihr müsst an den falschen Stellen suchen. Wenn ich keinen Vogel habe, kenne ich genau die richtige Person. Oh, wirklich? Wer ist das? Bitte, Sie müssen es uns sagen. Abula natürlich. Wenn ich seine Geduld hätte, würde ich mich ganz schön aufblustern und damit in der ganzen Stadt angeben. Abula? Die hat den doch Abu genannt, glaube ich. Also im Englischen hat die Abu gesagt oder klang es nur so für mich eigentlich? Ganz genau. Ein kleiner Vogel hat mir eine Geschichte über ihn zugezwitschert. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Eines Tages beschloss die Kolifin aus heiterem Himmel, dass sie nicht eher zufrieden sein würde, bevor sie nicht alle Käsesorten der Welt gekostet hat. Käse? Sie ist zwar wirklich genau wie Frau Leila, was? Abula brach unverzüglich auf, um nach ihm zu suchen. Er durchquerte Wälder und Meere trotz schrecklichen Schneestürmen und musste mehr als einmal federn lassen. Doch am Ende kam er nach Hause, und zwar mit einem Kern, der bis oben hin mit jedem erdenklichen Käse gefüllt war. Das muss zum Himmel gestunken haben. Das nenne ich persönlich Zurückhaltung, und bei allem, was recht ist, die brauchte er auch, wo ihre Majestät ihm doch ständig ins Ohr krächzt. War da nicht ganz schön beeindruckend. Er hat das alles getan, sein Leben riskiert und so, nur damit ihre Wuchtigkeit einen Happen zu essen bekommt. Schick. Ich denke, wir haben unseren Mann gefunden, Olli. Dufte, wir sollten gleich zu ihm hin. Wollt ihr nichts kaufen? Nein, nein, wir sind zufrieden. Wie schön, dass das direkt hier bei uns ist. Warum sagt er, ja, wir können einfach keinen finden. Wir fragen eine Person. Eine Person gefragt. Es ist einfach hoffnungslos. Typische Kindergeduld. Ach, ich darf einfach durch. Hier trägt diese Holzschilder interessant. Oh, okay, ich bin direkt hier. Wo ist er denn? Ach, da oben. Oh Gott, das ist so ein riesiger Raum und da steht nur ein einzelnes... Oh, kann ich hier hinten was klauen? Der blaue Punkt ist übrigens viel zu klein für sie, finde ich. Ach komm, das würde sich doch anbieten, dass man hier etwas klauen könnte, aber... Da ist man mal in einem riesigen Thronsaal mit einem riesigen Bett drin, der eine riesige Königin liegt und man kann nichts klauen. Herr Abula, wir haben von jemandem mit ganz viel Zurückhaltung gehört. Wirklich? Das ist ausgezeichnete Neuigkeiten. Sag mir, wer ist es? Sie sind das. Ich? Aber das ist unmöglich. Ganz im Gegenteil, wirf einen Blick auf Ollis Fiole. Die glüht wie verrückt. Würden Sie sich ein bisschen von Ihrer Zurückhaltung borgen, Herr Abula? Also ich, natürlich dürft ihr. Für Ihre Majestät tue ich doch alles. Was muss ich tun? Da ist nichts dabei. Legen Sie sich einfach zurück und denken Sie an Alcowald. Na, jetzt mach schon, Olli. Sicher, los geht's. Du hast Zurückhaltung erhalten. Die Macht der Versuchung zu widerstehen. Schick, alles erledigt. Schon vorbei? Und das ist wirklich genug, um dafür zu sorgen, dass ihr Majestät wieder zu sich selbst findet? Ganz bestimmt. Köstlicher Käse, Berge an köstlichem Käse. Und alles für uns. Die hat nichts als Käse im Kopf, verflixt. Träumt sogar von dem Zeug. Schnell, Olli, zauber sie wieder auf Vordermann, ja?
Jawohl. Was habe ich denn eigentlich noch alles bei mir? Enthusiasmus. Ach nee, Güter. Weiß gar nicht, warum habe ich das? Ach egal. Ich behalte es einfach. These humble servants made your Majesty's ailing heart whole again. I pray that our beloved Caulifla's most generous appetite has now abated. Well, now, we still wish to enjoy the finer things in life, of course. But we have come to feel that a measure of gastronomic restraint may serve to set a good example for our dear subjects. Your words are music to the ears of your people. Al-Mamun can return to its former magnificence. Indeed it can, and we are simply itching to return to our labors. Munificent Caulifla, should these humble servants not be rewarded for their services to Al-Mamun? Indeed they should. Boy, is there something you desire? Yes, Your Majesty, if it's not too much trouble. Well, what is it? We'd like to borrow your ship. Ship? A little floaty, wooty. Yes, of course. But of course you may borrow it. It is of little use to us. We will write a letter to the captain, ordering him to help you in any way he can. You will? Gee, thank you, Your Majesty. Tidy, the boat is in the back. But why in the world would a dear little thing like you have need of our floaty-woaty? Yeah. Du erhältst einen Freibrief. Thank you, Your Majesty. Well, we asked you a question, did we not? Well, Go on, man. Okay. We need to find one of the great sages. The great sages? Yes, we are aware of them. Abul, we know of them, do we not? Indeed, most learned Caulifla. But little has been heard of such men since the magical arts fell from favor. Why do you seek the great sages, travelers? We need their help. We need their power to defeat Shaddar. What? Is something wrong? We are not unamused. But we can see that you speak in earnest. Very well. We will tell you what we know. You will? I can't wait to hear it. There were once four great sages. We understand that one of them was defeated by Shaddar. Mom. Ah. But we know of one who did not perish. You do? Well. He lives in the land of Hamelin,
A detestable and warlike realm. But here's a handsome young thing. We even keep a picture of him. A bull? Crikey, sounds like she's got a bit of a crush on the poor lad. So this is one of the great sages, huh? That's a clue and a half, that is, Ollie boy. There's lucky. Du hältst ein Porträt. Now, before you take your leave, we shall teach you some magic to aid you on your journey. Really? You're a wizard too, Your Majesty. Well, not a fully fledged wizard, perhaps, but we royals all know a few select spells. King Tom undoubtedly has a trick or two up his own kingly sleeves. He sure does. He taught me some real neat magic. How quaint. We hope that you will find our own still neater. Here. Naturnähe. Sprich mit Pflanzen und Tieren. Ballast. Mache Gegenstände oder Personen schwerer. Das kann niemals sein, dass die Katze schwerer ist als die Maus. Zumindest nicht meine Katze. Oh yeah, man. That's a cracker, that is. A real classic, like. It's your lucky day, Oliver. Yeah. May it serve you well. Do be careful out there now, won't you? Yes, Your Majesty. Thank you, Your Majesty. Oh, ich hab gedacht, die greifen uns irgendwie an. Aber so ist es besser. Gut finde ich, dass nicht ständig Gequatsche ist. Das kann auf Dauer echt störend sein. Okay, wenn wir jetzt rausgehen, dann hole ich mir noch ein bisschen Milch. Damit ich mir im Zweifelsfall noch ein bisschen Cappuccino machen kann. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, hier, Milch, okay. Ach, Barbaren gibt's auch nur hier. Oh, ich kann mir nur einmal Milch kaufen. Wie schön. Naja, immerhin einmal Milch. Ich glaube, das reicht für einen weiteren Cappuccino. Wie gesagt, irgendwann werde ich mir haufenweise von den Cappuccinos machen. Moment, gibt's im Auftragsexpress was Neues? Wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, in jeder Stadt kriege ich immer noch etwas. Oh, tatsächlich. Ein reisender Händler-Ehepaar in Laguna scheint auf eine Diskussion vertieft zu sein. Ein Junge, der beim Haupttor von Alcoweit steht, scheint auf jemals Rückkehr zu warten. Eine blaue Krabbe lungert seit einiger Zeit im Kai von Laguna herum. Sie scheint aufgebracht zu sein. Ist sie vielleicht verletzt? Sind noch mehrere blaue Krabben. Hast du auch noch eine Monsterjagd für mich? Kenterküste. Ich bin überrascht, dass es hier neue Quests gibt. Oh, hier gibt was zu klauen. Da sind wir da. Du bist der Junge, schätze ich mal. Wo stecken sie denn nur? Bestimmt drösen die viel unterwegs herum. Wartest du auf jemanden? Hm, oh nein, nicht auf Menschen. Ich halte Toben. Auf die warte ich gerade. Ich schicke sie los, um Nachrichten im ganzen Land zu überbringen. Aber unglücklicherweise sind sie einige nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, sie könnten davongeflogen sein. Mann, oh Mann, ich hoffe wirklich, dass ihnen nicht zugestoßen ist. Nein, nein,
Das ist schon einmal passiert. Sie trinken vermutlich von dem Milchbrunnen, aber ich habe Nachrichten, die sie überbringen müssten. Wenn du Zeit hast, könntest du sie dann für mich suchen gehen? Klar. Vielen Dank, ich würde ja selbst nach dem Nachzug suchen, aber ich kann ja nicht weg, sonst bin ich nicht da, wenn sie zurückkommen. Insgesamt 3 meiner Vögel sind noch nicht zurückgekommen. Sie müssen alle bereits wieder in Alkoval sein. Ich bin sicher, du findest sie irgendwo in der Stadt. Überlass dem großen Großfürsten der Feen, mein Junge. Deine gefiederten Freunde werden zurück sein, bevor du Taubendreck sagen kannst. Dankeschön. Ist hier noch jemand, der... Nö. Da ist der scharfe Scheich. Schau mal, was wir noch so finden. Vielleicht kann ich mir da neue Milch kaufen. Ach, hier sind die Tauben. Hey, dieser Vogel ist der... Sieh das an, Mann. Die Taube hat überhaupt keine Angst vor Menschen. Sie ist so zahm wie noch was. Hey, schau dir dieses Gesicht an. Glaubst du, sie versucht uns etwas zu sagen? Ja, sieht irgendwie danach aus. Tja, du weißt ja, was du tun hast, oder, Olli? Mit Zeit, den Zauber anzuwenden, den die Kulifin gegeben hat, klar? Geheime Zutat, wir machen eine Taubensuppe draus. Magisches Licht, Drahtzieher, Brücke, Naturnähe. Oh, ich will noch nicht nach Hause fliegen. Ich will noch ein bisschen länger spielen. Aber es warten Nachrichten darauf, gebracht zu werden. Du musst zurück, kleiner Vogel. Ah, du hast mich zu Tode erschreckt. Wie kannst du mich verstehen? Wer bist du? Später, du musst jetzt nach Hause. Deine Herrchen machen sich große Sorgen um dich. Wirklich gut, aber ich muss so weit weg fliegen, um seine Nachrichten zu überbringen. Bestimmt, aber die Leute brauchen diese Nachrichten. Sie zählen auf dich. Oh, ich schätze schon. Sie sehen immer so glücklich aus, wenn ich sie mich erhalten. Na gut, ich kehre zurück nach Hause. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Nummer 1. Schick, eine hätten wir. 2 fehlen noch. Es gibt nur diese 2 Milchbrunnen in dieser blöden Stadt. Jetzt bin ich verwirrt. Die sind in der Nähe der Milchbrunnen. Ja. Ich seh's. Ach, das sind ja auch noch Milchbrunnen, hab nichts gesagt. Oh, ich habe so große Angst, als dass ich nach Hause könnte. Ich will nicht gegessen werden. Was, gegessen? Wie meinst du das? Oh, Hundgütiger, du verstehst mich. Aber du bist ein Mensch. Das stimmt, und dein Herrchen hat mich gebeten, dich zu finden. Wirklich? Das sind doch gar keine Tauben. Ich habe noch nie so eine Taube gesehen. Hat der wütend ausgesehen? Das letzte Mal, als ich spät war, hat er gesagt, er würde mich essen, wenn es noch mal wieder passiert. Das hat er bestimmt nicht so gemeint, kleiner Vogel. Er war wahrscheinlich nur sauer, weil du dich vor der Arbeit gedrückt hast. Ja, er schien sich große Sorgen um dich zu machen. Er möchte wirklich, dass du nach Hause kommst. Glaubst du wirklich? Na gut, danke, dass du hergekommen seid. Jetzt fehlt nur noch einer. Der aus irgendeinem Grund nicht hier ist. Sie bestimmt ist wieder am Brunnen. Und wenn nicht, weiß ich auch nicht. Ich kann mich nur an diese... Mehr Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Ich bin jetzt gerade durch ganz Al-Kuwait gelaufen. Kommt hier noch mal irgendwas?
Gibt's hier noch einen Brunnen? Gibt's hier noch irgendwo Brunnen? Ja. Muss es doch noch irgendwo noch einen Milchbrunnen geben. Hier draußen garantiert nicht. Bei der Koliven war auch keiner, oder? Oder gab es in irgendeinem Gebäude noch einen? Nicht, dass ich wüsste, aber ich guck trotzdem mal nach. Aber nicht, dass ich das bei der Königin... Gab es bei der Königin auch einen? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich glaube zwar nicht, dass hier was drin ist, aber trotzdem will ich mal kurz gucken. Bevor ich zur Kulifin gehe. Nö. Ich versuche mal bei der Kulifin. Auch ein bisschen ärgerlich, dass man es nicht auf die Nebenquests setzen kann. Würde ja eigentlich Sinn machen, dass es bei denen auch nochmal Milchseen gibt oder Milchbrunnen. Das kann ich auch einfach hinrennen. Dem scheint aber leider nicht zu sein. Keine Ahnung. Ach, in Laguna. Ich will aber jetzt diese blöde Taube finden. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir mehr von den großen Weisen versprochen, die ja ach so mächtig sind und den ganzen Tag auf ihren Arsch sitzen. Hey, gibt's doch nicht. Nicht noch mehr Milchsachen. Warte mal, hast du mir noch was zu sagen? Vielleicht? Ansonsten mache ich das irgendwann anders. Danke, 2000 haben sie zurückgekehrt. Es fehlt nur noch eine, ja. Kann ich nicht eine von den Tauben dir nochmal geben? Geht das? Na. Kein Schimmer, wo die sein soll. Könnt ihr mir was sagen? Falsche Taste. Ach, geht natürlich nur im Rahmen von Quests, natürlich. Jetzt
Schatz, ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Ich möchte jetzt nicht mit Nebenquests langweilen. Gehen wir nach Laguna. Ich habe da jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Kann ich auch irgendwann anders machen, denke ich. Ich habe nicht gesehen, dass man später schneller reisen kann. Und dass man nicht ständig durch die Lande laufen muss. Hilfst du mir hier hochzukommen? Oh. Ich weiß nicht, wie man an die Sachen da hochkommt. Oh, der Schwammstein ist wieder da. Da ist ein Ohrferkel. Ich muss sagen, diese Rhinoceros-Viecher sind einfach so sinnlos. Ein Monolith. Mach den Monolithen kaputt. Was ist das denn? Ah, ich glaube, Fluffy ist blind. Blind kämpfen ist nicht so schön. Yay! Warum habe ich jetzt gerade eigentlich die Mana-Punkte aufgenommen? Keine Ahnung. Oh, bloß noch 2 Lebenspunkte mehr gekriegt. Das ist schon fast überhaupt nicht mehr lohnenswert, aufzusteigen. Oh, jetzt mit Amma habt ihr Schiss. Egal. Jetzt haben wir wieder Badeklamotten an. Alles klar, eins am anderen. Sag ihm Captain Bescheid, dass wir zurück sind, was? Wenn er uns direkt mit auf sein Schiff lässt, müssen wir die Badesachen nicht anziehen, oder? Wirklich? Wie schade, ich habe mich richtig an meine gewöhnt. Ich kann es kaum warten, Captain Neumann klug den Freibrief zu geben und ihm zu zeigen, wer er das Sagen hat. Dann los, wir haben die nötigen Informationen, um den nächsten großen Weisen zu finden. Wir sind bereit. Ist aber seltsam, oder? Dass jemand in dem Alter schon ein Weiser sein kann, meine ich. Er ist viel jünger als mein Vater. Und auch um einiges hübscher und so. Wir müssen sofort nach Schweinfurt. Los, gehen wir zu Captain. Der hat mir bestimmt den Freibrief geklaut. Hä, das ist jetzt meins, vielen Dank. Der schon wieder. Nein, das Bild, es ist weg. Was? Und die Freibriefe auch, er hat beides gestohlen. Mann, was für eine Nervensäge. Los, hinterher, oder nicht? So, hier muss irgendwo noch eine Krabbe sein. Und 20 Gulden. Achso, du bist das Mädchen. Das sind die Reisenden anscheinend. Hab nichts dagegen, weil ich den Kuchen geklaue. Oh, eine Portion Pudding ist es plötzlich. Die ist bestimmt noch gut, die lag noch ein paar Wochen da drin. Du meinst, du hast noch immer keinen passenden Ort für unseren Laden gefunden? Himmel, du bist nutzlos, vollkommen nutzlos. Hey, wie redest du denn mit mir? Ich muss mich tagelang, Tag ein, Tag aus mit dir rumschlagen. Ich rede so mit dir, wie es mir passt. Hui, das war jetzt aber gemein. Ziemlich fies, Olli. Das scheint eigentlich nicht ihre Art zu sein, oder? Was glotzt ihr beiden so? Es geht noch mich und meinen Tauge nichts von einem Gatten was an. Liebling, bitte, ich muss etwas zugestoßen sein. Du bist einfach nicht mehr du selbst. Oh ja, na klar, Mann, sie hat ein gebrochenes Herz, nicht wahr? Echt? Ohne Zweifel. Sie leidet an einem schweren Mangel an Güte. Das kannst du mir glauben. Wenn wir ihr nicht helfen, wird sie ihren Ehemann das Leben Säule machen. Eine herzlose Frau. Na gut, dann heilen wir ihr gebrochenes Herz. So ist richtig. Denk dran, sie braucht Güte, nicht wahr? Hab ich die nicht schon? Du weißt, wozu das, oder? Herz schenken, bla bla bla.
Güter haben wir doch, glaube ich, direkt. Ja, es war ein Zufall, dass wir genau das noch haben. Was ist los? Mein Herz fühlt sich so ruhig an. Oh, Liebling, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich kann nicht glauben, dass ich dich so behandelt habe. Ist schon gut, ich hab dich wieder. Und das ist alles, was zählt. Danke, ihr Mann. Ich weiß nicht, was ohne dich aus uns geworden wäre. Bitte nimm das hier. Drei Karottenküchlein und 200 Gulden. Aber viel wertvoller, die Stempel. Nur zwei Stempel. Ah, also noch zwei Stempel und wir haben genug, um das Letzte, was wir uns aktuell leisten können, zu holen. Die will diese komischen Barbarenblätter. Wo sind diese blöde Krabbe, die wir noch suchen sollten? Da, das ist er. Ich hab doch gesagt, dass du ablegen sollst. Dieser Freibrief gehört dir nicht. Ich kenne dich, Dieb. Du hast ihn gestohlen. Von wem? Wen kümmert's? Sei einfach still und lass mich an Bord, okay? Ich habe den Brief, das heißt, ich darf in dem Schiff reisen. Ich kenne meine Rechte. Bringst du mich jetzt in den Herbstland oder nicht, ne? Immer mit der Ruhe, Freund. Kein Grund, sich so aufzuregen. Was denn so dringlich, dass es nicht auf einen günstigen Wind warten kann? Ich muss ihn finden. Ich muss ihm sagen... Ihm? Von wem sprichst du? Hör zu, ich muss einfach nur jemanden da treffen. Er macht alles falsch. Deswegen muss ich hin und ihm sagen, wie es richtig geht. Komm schon, bring mich hin. Bist im ganzen Ort berüchtigt. Warum sollte ich einen wie dich auf mein geliebtes Schiff lassen? Hör zu, ich muss dorthin, verstanden? Wenn ihm irgendwas zustößt, weil du mich nicht mitnehmen willst, werde ich... Das wirst du schnell nicht vergessen. Spar dir deine leeren Drohungen. Sag mir lieber, von wem du sprichst. Warum willst du, dass ich dich zu ihm bringe? Das geht dich gar nichts an. Und jetzt sei still und leg ab. Halt. Gib uns unsere Sachen zurück. Verdammt, ihr schon wieder. Du bist wieder da, Junge. Sei gegrüßt. Warte, der Freibegriff. Gehört er dir? Ja, Captain. Er hat ihn uns gestohlen. Hatte ich mir doch gedacht. Die Kulifin würde einem gemeinen Verbrecher niemals ein solches Privileg gewähren. Verschwinde. Heißt das, du wirst mich nicht mitnehmen? Aber verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht, dass ich das alles für ihn tue? Ich muss dorthin. Ah. Was ist das? Gib Acht, Olli. Da stimmt was nicht. Der schwarze Nebel. Das ist auch ein Albtraum. Ein Albtraum? Olli, was hat das zu bedeuten? Ich wollte doch nur gucken, ob diese blöde Krabbe hier ist. Vorsicht, Esther. Er greift an. Was? Oh nein. Okay, da passiert in der Folge noch ein bisschen Action. Noch ein Albtraum. Mal sehen, wie der aussieht. Okay, die scheinen immer ähnlich auszusehen. Svens Albtraum oder jene Zurückhaltung. Der hat bestimmt ein bisschen mehr drauf als der letzte. Aber wir wissen jetzt wenigstens, dass der Typ Sven heißt. So. Weißt du was? Voller Einsatz, wenn es geht. Was sind das für komische... Oh, der kann sich was... Was sind das für... Nachtmusik. Das ist bestimmt schmerzhaft. Schlaf? Haha! Mein Zauber wäre zu stark. Du fetter Bräuner, solltest dich mal heilen. Du bist gleich toll gemacht. Jetzt bist du tot. Und ich stehe wieder blöd da. Ich bin verflucht. Was auch immer das bedeutet. Oh, ich verstehe. Das gefällt mir gar nicht. Fluchverheiler.
Au. Haha. Du bist zu langsam. So, Ballast. Reduziert die Beweglichkeit eines einzelnen Gegners. Machen wir das doch mal. Kann ich auch. Also Flug ist echt scheiße. Ah, du bist wenigstens genauso. Okay, das hat nicht lang gehalten. Feuerball. 17. Scheint nicht gut zu klappen. Bist du... magst du Kälte nicht? 29. Dann halt die Schockwelle. Scheint zu klappen, aber ist nicht gut. Bleibt ja. Das Gute ist, wirft ihn kurz zurück. Ich muss das einsetzen, sonst bin ich am Arsch. Ah, nicht einschlafen, Olli. Oh, Gott sei Dank. So. Schnell ein Weißbrot reinhauen. Los. Haben die das jetzt auch gemacht? Okay, ich bin eingeschlafen. Ey, ich habe mich ja gerade geheilt. Das war ziemlich gemein. Weil eigentlich hatte ich den Proviant noch ausgerüstet. Egal, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier vor Svens Albtraum. Die Kämpfe werden echt um einiges härter, muss ich sagen. Aber fies, ich habe mich... Also, Esther hat sich gerade auch sehr merkwürdig verhalten. Ich habe gesagt, du darfst alles machen und sie hat sich nicht einmal geheilt. Sie hat mit dem blöden Bräuler nur angegriffen. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach die anderen zu sie wieder aufstehen zu lassen, wenn sie am Boden liegt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.